Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus mit unserem 18. Teil jetzt. Und der 18. Teil ist gleichzeitig der zweite Teil von unserem Thema Spiritismus, Okkultismus. Heute soll es besonders darum gehen um Schamanismus, charismatische Bewegung, Leben nach dem Tod und das, was uns am Ende der Zeit noch erwartet. Und dafür, Olaf, bist du wieder bei uns. Vielen Dank. Wir hatten ja letzte Woche schon über einiges gesprochen und da blieb noch einiges auch offen, das wir jetzt ansprechen wollen. Du hast letzte Woche hast du schon angesprochen, Schamanismus. Und ich hatte gesagt, das packen wir lieber im zweiten Teil rein. Was ist das eigentlich, Schamanismus? Also haben wir damit heute irgendwas zu tun? Also ich denke bei Schamanismus immer an irgendwelche Indianervölker. Ja, da bist du auch nicht ganz, gar nicht so weit weg davon. Aber wir finden die Prinzipien des Schamanismus in der heutigen Welt, auch im Westen, mehr und mehr, dass sie überall sichtbar werden. Ja? Schamanismus, das Wort Schamane, kommt aus dem Tunguesischen und heißt eigentlich ein von Göttern beeinflusster Mensch oder von Geistern beeinflusster Mensch. Die Schamanen glauben an übernatürliche Kräfte. Anders als wir das glauben, dass es einen Gott gibt und so weiter, einen Engel. Aber übernatürliche Kräfte gibt es. Und sie glauben, dass sie mit diesen in Kontakt treten können. Und dass diese übernatürlichen Geister ihnen übernatürliche Fähigkeiten verleihen können und dass da auch was Gutes raus sein kann. Schamanen sind meistens Wahrsager, Seher, Heiler, Magier, Medizinmänner, Zauberer und so weiter. Und sie können hell sehen, sie können hell hören, sie können Wahrsagen, schützen, haben übernatürliche Kräfte, können prophezeien und also übernatürliche Dinge können sie machen. Und wir finden den Schamanismus in allen Teilen der Welt. Nordamerika, Indianer waren Schamanen. In Afrika, die Medizinmänner, Voodoo-Kult, Schamanismus, ja gerade der Voodoo-Kult ist eigentlich der deutlichste Schamanismus. Ja. In Grönland, die Inuit, das waren Schamanen, in Australien, die Aborigines waren Schamanen, in Ostasien, Asien, der Buddhismus ist Schamanismus und in Europa haben wir auch Schamanismus, diese Naturreligionen, Naturvölker oder auch jetzt angefangen von Halloween auch, ne? oder in Stonehenge. Und das ist alles Schamanismus, der in Europa hier auch stark gewesen ist. Ja. Okay, interessant. Ich wusste nicht, dass das alles sozusagen zusammengehört. Weil natürlich sind verschiedene Dinge. Also jeder hat seine eigene Ausprägung des Schamanismus, aber man kann alles unter dem Begriff Schamanismus zusammenfassen. Ja, also vor allem von Geist geführter, von Geist geleiteter. Und sie machen gewisse Mensch. Prinzipien, die überall gleich sind. Ja? Ja. Wie sie das machen, ist verschieden. Ja? Der Medizinmann macht das anders als ein Indianer, wie er dann mit den Göttern in Kontakt tritt. Aber die Prinzipien sind die gleichen, die Grundmuster, und die gucken wir uns gleich noch an. Aber überall auf der ganzen Welt gibt es. Wahrscheinlich sind die Dämonen sind wahrscheinlich die gleichen, mit denen sie kommunizieren. Ja. Gibt es denn diese Idee von gutem und bösen Schamanismus? Nein, das ist klar wie mit guter, schwarzer, weißer Magie. Viele Menschen glauben, und alle wissen, dass schwarze Magie böse ist. Und das ist zum Beispiel der Voodoo-Kult, die kannst du andere mit schädigen und was, vieles und Böses mit belegen und Fluch belegen oder irgendwie Puppen, wo man Nadeln reinpickst und irgendwas. Ne? Mhm. Aber viele glauben denn, dass die weiße Magie was Gutes ist. Weiße Magie soll ja schützen. Aber weiße Magie ist auch genauso von Dämonen geführt. Ja? Mhm. Dämonen können eben auch Schutz bieten oder anbieten, zu schützen vor irgendwelchen anderen Dingen. Aber wenn man das annimmt oder damit arbeitet, dann kommt man immer mehr in diese okkulten Verstrickungen rein und okkulten Belastungen natürlich. Mhm. Vor allem, wenn ich einen Dämonen bitte, mich vor dämonischen Einfluss zu beschützen. So ist das. Und teilweise machen sie es ja auch. Aber du denkst, du geht es besser, aber deine okkulte Belastung wird hinterher umso stärker werden. Ja. Ja, denn das habe ich schon erlebt bei Menschen, also die wirklich frei wurden von irgendwelchen Krankheiten, von irgendwelchen Schmerzen, ja, aber dafür eine furchtbare Belastung trugen, genau, und dann seelisch wirklich kaputt ging. Genau. Das führt manchmal zu Scheidung, das geht bis zum Selbstmord. Ja, genau. Ja. Aber im Schamanismus kann man da ein paar Dinge sagen, und zwar, wie die Schamanen arbeiten. Ich habe hier so ein paar Stichworte noch drauf. Die haben 5 okkulte Grundmuster, die Schamanen. Erstens die Trance-Induktion, das ist die Einleitung, wie sie überhaupt mit den Dämonen in Kontakt treten. Das zweite, die Kommunikation mit den Geistern. Das dritte, außerkörperliche Reisen. Das vierte, Besessenheit durch Geister. Und das fünfte, übernatürliche Fähigkeiten. Ja? Mhm. Ich denke, das erste ist das Interessanteste, wie kommen sie in Kontakt mit den Geistern. Und wenn man sich das mal anschaut, wie das überall funktioniert, dann kann man sich auch vorstellen, warum in unserer heutigen Gesellschaft vieles genauso abläuft. Und zwar, wir haben verschiedene Erregungszustände. Wir sind da zwischen ruhig, wenn man schläft, ist man ganz ruhig, und dann ist man ein bisschen schläfrig und ist man ruhig, und dann ist man irgendwann aufgeregt vielleicht. Also es wechselt tagsüber immer so ein bisschen hin und her. Und es gibt 2 Extreme, die sind problematisch. Das ist einmal die Trance und das ist die Ekstase. Und Trance ist also ein Zustand, der ist noch tiefer als der Schlaf.
oder als wenn man ganz ruhig gestellt ist. Und die Ekstase ist, dass man mehr als aufgeregt ist. Ja? Und in diesen beiden Zuständen, Trance und Ekstase, hat man keine Selbstkontrolle mehr. Und das sind genau die Punkte, wo Dämonen mit Menschen Kontakt aufnehmen können. Also nicht jeder, der in Trance oder in Ekstase ist, hat automatisch Kontakt mit Dämonen. Aber dort, weil die Selbstkontrolle weg ist, haben Dämonen relativ leicht, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Und deswegen, wenn man sich mal anschaut, wo überall und wie die Schamanen diese beiden Zustände herbeigeführt haben, das ist sehr interessant. Die Ekstase machen sie durch rhythmische Musik, vor allem durch Offbeat-Musik. Deswegen diese Voodoo-Musik, die ist ja von Afrika nach Nordamerika gekommen und dann hat sich das mit dem Rock'n'Roll verknüpft. Die haben auch mit dem Spirituals und Gospels übrigens teilweise auch. Ja. Mhm. Und dann über die Rockmusik. Und diese Offbeat-Musik ist eine Musik, wo man dann dazu zu gesungen hat, tanzen. Der Schamane, der in Afrika, haben sie oft dazu getanzt, klatschen, trommeln und chanting. Chanting ist rhythmisches Wiederholen von den gleichen Worten. Ja. Das kann man aus den fernöstlichen Dingen. Genau, ja. Und immer Wiederholung, immer das Gleiche. Mhm. Ja. Und irgendwann kommt man in die Ekstase rein. Ja. Interessant ist, dass wir heute die gleichen Praktiken auch haben. Ja. Viele Christen machen das auch so. Ja. Sie machen genau diese rhythmische Musik, Offbeat-Musik. Ja. Sogar nicht nur der Voodoo-Kult hat diesen Viertel-Offbeat, den wir auch im Rockmusik haben. Ja, also Offbeat heißt, dass der Schlag nicht auf 1 und 3 ist, wie es normalerweise, sondern auf 2 und 4, also so ein Gegenrhythmus. Ja. Sondern die haben einen Achtel-Offbeat, das heißt also gerade in den charismatischen Liedern haben wir diesen Achtel-Offbeat, wo eben ein Achtel versetzt ist und nicht auf 1 der Schlag kommt, sondern ein Achtel davor. Aber durch rhythmische Musik, durch ständiges Wiederholen, durch Chanting, also auch immer Wiederholen der gleichen Worte, und dann sich immer mehr reinsteigern und dann erleben sie genau die Dinge, die Schamanen auch erleben. Ja? Und sie glauben, es wäre der Heilige Geist, aber es ist Schamanismus. Das sind Dämonen, die das machen. Ja. Man kann auch so, also durch Musik, durch Bewegung, durch Atemübung kann man sich in so einen Zustand versetzen. Das kommt dann, genau, das ist bei der Trance. Ja? Mhm. Die Schamanen, die sich in Trance versetzt haben, die machen das durch äußere und innere Stille, Lehre des Geistes, Konzentrationsübungen, Askese, Reizentzug, rituelle Körperhaltung, Schneidersitz, Rückenlage, Zungenrede. Das war dieses Kauderwelsch, dass man irgendwelche Silben spricht, ohne dass es einen Sinn ergibt. Also nicht die biblische, kommt nicht aus der Bibel. Zungenrede. In der Bibel ist Zungenrede Sprachen. Nur, dass man andere Sprachen spricht, sondern dieses Kauderwelsch-Reden, das kommt aus dem Schamanismus. Das ist Schamanismus. Ja. Und Christen machen das und glauben, es wäre die biblische Zungenrede. Das ist aber gar nicht, das ist Schamanismus. Das finden wir in allen Weltreligionen. Das findet man im Judentum, im Hinduismus, im Buddhismus, im Islam. Und es kommt aus dem Okkultismus, aus dem Schamanismus. Ja. Und auch das Chanting, ja. Und das sind also die Praktiken, und genau das finden wir heute. Dieses Chanting, wer das meint? Chanting ist auch wieder ein Wiederholen von Wörtern, entweder durch Singen oder auch durch Reden, ja, durch sogar Mantras kann man auch sagen, ja, die man immer wiederholt und die dann einem auf einen Punkt konzentrieren oder an nichts mehr denken lassen. Ja. Das habe ich sogar in christlichen Gemeinschaften erlebt. Das sollte ein Psalm immer wiederholt werden, immer nur ein Wort oder ein Vers. Richtig, oder. Ja. Charismatische Lieder sind ja so aufgebaut, dass sie ständig immer nur das Gleiche wiederholen. Ja? Mhm. Und die modernen Schamanen heute, da findet man das zum Beispiel im Yoga, autogenes Training, das ist genau die gleichen Dinge. Ja? Hypnose, Mandalas ausmalen, stille Übung, Fantasiereisen, dass man sich irgendwo hinlegt und dann stell dir vor, du bist irgendwo anders. Ja? Und, dann, und von daher, das sind also Praktiken, die da auch mit verbunden sind. Ja? Was noch interessant ist, das ist, wenn Sie jetzt Kontakt aufgenommen haben, wenn wir zum vierten Punkt von dieser Aufzählung, von diesen Grundmustern uns anschauen, wenn Sie mit Geistern Kontakt haben, das äußert sich bei Ihnen, bei den Schamanen, unkontrolliertes Verhalten, Zittern, Zucken, Zappeln, Versteifungen, Verrenkungen, Verkrampfungen, Tierstimmen, Hitze, Wallungen, Zungenreden, genau dieses Kauderwelschreden, Stöhnen, Hüpfen, Schreien, unkontrolliertes Lachen, Umfallen auf den Rücken, Schneiden von Grimassen, Tupsusanfälle, Schmerzunempfindlichkeit und fremde Stimmen, die durch Sie durchreden. Und das sind alles Dinge, die wir auch genauso in der charismatischen Bewegung wiederfinden. Ne? Wenn da die Leute umfallen, wenn man ihnen die Hand auflegt und sie fallen um, dann haben sie genau die ganzen Dinge hier. Ne? Gerade in den stärkeren charismatischen Kreisen. Ne? Dieses Zittern, Zucken, unkontrolliertes Verhalten, unkontrolliertes Lachen und so weiter, das sind alles okkulte, schamanistische Phänomene, die dort passieren. Hast du das mal gesehen? Das war auch in einer Gemeinde, da wurde auch, es war eine sehr, ja, wir sagen immer charismatisch, aber eine sehr pfingstgeprägte Gemeinde. Die aber schon so weit abgedriftet war, also es war mehr ein Geschreie, es war ein Gelalle. Menschen sind umgefallen, sich hin und her gerollt, haben sich eingenässt, haben gesagt, das ist der Heilige Geist, das ist der Heilige Geist. Gott ist ein Gott der Ordnung. Das war genau das Gegenteil von dem, was wir in der Bibel finden. Genau.
zwar, wir finden in der Frucht des Geistes, Galater 5, 22 und 23, da haben wir als letztes von diesen neun Punkten Selbstkontrolle. Ja. Und deswegen, Gott möchte, dass wir alles, was unsere Selbstkontrolle schädigt, weglassen. Mhm. Also wir sollten diese extremen Dinge, nämlich Trance und Ekstase vermeiden. Mhm. Und auch alles andere, zum Beispiel Alkohol, der unsere Selbstkontrolle auch aus der Kraft setzt, sollten wir alles das meiden. Das wird ja auch oft benutzt, nicht wahr? So im Schamantum, dass man Alkohol, Drogen, solche Sachen dazu nimmt. Ganz genau. Man kennt es vielleicht von diesen Friedenspfeifen von den Indianern oder so, wo was alles drin ist. Richtig. Um in irgendeinen Zustand hineinzukommen. Ganz genau. Genau. Musik unterstützt das, Atemübungen unterstützen das. Ja. Mhm. Also dieser Schamanismus, den finden wir überall. Du hast schon von einigen Sachen gesprochen, zum Beispiel von der charismatischen Bewegung. Ja. Das ist ja so eine Bewegung, die sich ja heute so ziemlich in allen Kirchen ausbreitet. Also sie klopft zumindest überall an. Ja. Ja. Ich kenne es damals aus der evangelischen Kirche. Mhm. Da hatten wir solche Elemente mit aufgenommen und da gab es dann auch eine Veränderung unserer Gebetsform. Die Musik sollte verändert werden. Richtig. Uns wurden sogar Yoga-Lehrer zur Seite gestellt, dass sie mit uns solche Sachen, wir haben das abgelehnt, aber andere Gemeinden haben es angenommen. Mhm. Also die sollten uns helfen, sozusagen ins Gebet tiefer hineinzutauchen. Ja, ja. Aber diese Yoga-Praktiken, was du ja sagst, das ist, also, ist so typisch spiritistische Dinge. Genau. Wo finden wir sowas heute in den Gemeinden? Also was sind das für Dinge, auf die wir achten können? Also was ist das Gefährliche, was in die Gemeinden reinkommt? Man kann sagen, es gibt mittlerweile diese charismatischen Dinge in sämtlichen Kirchen. Ja. Ursprünglich, als es 1907, 1908 damals entstanden ist, haben das die Großkirchen abgelehnt, vor allem die evangelische Kirche. Und dann sind die Pfingstgemeinden entstanden, weil sie aus der Kirche rausgeworfen wurden. Ja. Und dann, so Fanatiker waren das? Ja, genau. So, die haben sie abgelehnt und die haben so gesagt, es ist ein Geist von unten, haben sie gedacht. Ja. Sie haben sie als dämonisch abgelehnt damals. Mhm. Ja. Da gab es die Barmer Erklärung 1908. Ja. Und da haben das die Großkirchen abgelehnt und dann daraufhin mussten die das gemacht haben, aus den Kirchen raus und das haben dann die Pfingstgemeinde gegründet. Aber als in den 60er Jahren das wieder in die Kirchen reinkam, war eine Offenheit auf einmal dafür da. Ja? Mhm. Und die Hauptdinge sind die charismatischen Lieder, die sie singen. Und das sind Lieder, die extra geschrieben wurden, die haben zwar einen christlichen Text, aber erstens, die Texte sind meistens sehr, sehr einseitig. Und auch nur Gott ist Liebe und so weiter, immer nur auf das Positive. Ja? Und auch sehr verkürzt und auch mit vielen Wiederholungen. Die Melodien, die haben diesen Offbeat-Rhythmus drin. Und da hat Natalie festgestellt, sondern er hat das, als er hier war, auch darüber gesprochen, hat gezeigt, dass dieser Offbeat und auch dieser charismatische Offbeat den Frontallappen schädigt und runtersetzt. Und der Frontallappen ist ja der Sitz unseres Willens und unserer Entscheidungen. Und deswegen, wenn du in der Ekstase bist oder in der Trance bist, dann muss er ja ausgeschaltet werden, der Frontallappen. Mhm. Und genau das bewirken diese charismatischen Lieder, dass der Frontallappen runtergefahren wird. Und wenn du das dann mit einer gewissen Heftigkeit immer hintereinander, und die haben auch ein gewisses Prinzip, dass sie dann immer mehr Lieder singen, die immer stärker wirken, ja, bis dann irgendwann diese gefühlsmäßige Explosion kommt. Ja. Mhm. Und was sie dann Zungenreden nennen. Oder, ja. Also deswegen, das einmal diese charismatischen Lieder, die in diese Ekstase oder in Trance hineinführen. Zweitens, dieses Kauderwelsch, das Zungenreden. Und drittens, das Händeauflegen. Handauflegung gibt es auch im Schamanismus. Ja? Gibt es in der Bibel natürlich auch. Mhm. Aber sie machen das anders, als in der Bibel drin steht. In der Bibel steht, dass man Handauflegung nur macht bei bestimmten Gelegenheiten. Zum Beispiel, Jesus hat die Kinder gesegnet. Oder bei der Eheschließung oder bei der Taufe. Oder bei der Einsegnung. Bei der Einsegnung, ja. Aussendung und Einsegnung, ja. Die Charismatiker machen das, dass sie sich gegenseitig jeden Tag, die Ehepaare zu Hause oder bei jedem Gottesdienst, die Hände auflegen und immer, ja, und dadurch den Heiligen Geist übertragen wollen. Aber das ist nicht biblisch. Ja? Dass man, wir machen vor der Predigt, dass wir das stille Gebet haben und Gottes Geist bitten, dass er kommt. Aber sie legen sich da in dem Moment die Hände auf, weil sie glauben, dass durch die Handauflegung, es ist eine magische Vorstellung, die Handauflegung die Kraft übertragen wird. Und das erleben sie ja auch, dass wenn jemand die Hand auflegt, dass der einen Strom durch sie durchfährt, mhm, und sie dann umfallen oder auf den Rücken fallen. Ja, oder, und übrigens, auf den Rücken fallen ist auch ein Zeichen für die falschen Propheten. Ja. In Jesaja 28 steht das. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Text kennst. Also ich, den Text kenne ich, ich weiß, dass das so ein Zeichen ist. Ja, genau, richtig. So eine Sache selber schon mal gesehen. Genau, genau. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es in Jesaja 28 steht. Genau. Und zwar Jesaja 28, Vers 13. Da haben wir einen Text, der zwei Kennzeichen von den Charismatikern hier zeigt, die Gott als falsche Propheten definiert. Ach so, ja? Sogar angeschrieben. Genau. Da heißt es, darum soll auch das Wort des Herrn an sie ergehen. Zavlazav, Zavlakav, Kavlakav, Kavlakav. Hier ein wenig, da ein wenig, dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Mhm. Ja. Hier haben wir einmal dieses
dieses Zavlatzav, Zavlatzav, Kavlakav, Kavlakav. Das ist eigentlich im Hebräischen, hier werden hier Silben an, oder Worte, Buchstaben aneinander gereiht, die keinen Sinn ergeben. Ja? Mhm. Einige Ausleger meinen, es wäre das, das Lallen eines Betrunkenen, das stimmt aber nicht, sondern das ist einfach die Formulierung, also dieses Kauderwelsch, Zungenreden, das wird hier beschrieben. Ja? Und das Zweite ist, dass sie rücklings auf den Rücken fallen. Ja? Und das sind zwei Kennzeichen der falschen Propheten, die hier beschrieben werden und die man den Charismatikern heute findet. Ne? Das ist Schamanismus, was hier beschrieben ist. Ne? Übrigens, das Gleiche war auch bei Elia auf dem Berg Karmel. Ne? Das war auch Schamanismus. Ja? Die Baalspriester haben Schamanismus betrieben. Was haben die gemacht? Die sind getanzt um ihren Altar herum. Und haben sich geritzt. Und haben sich geritzt und, ein bisschen in Ekstase getanzt, um Satan herauszufordern, ja? um Kontakt aufzunehmen mit den Dämonen. Ja? Ja. Aber Gott hat es natürlich hier verhindert. Ne? Und Elia hat nicht getanzt. Ja? Und der hat auch keine schamanistischen Gesänge gesungen, ja? Sondern der hat gebetet. Ein einfaches Gebet gesprochen. Ne? Deswegen, ja. Also deswegen bei den Charismatikern haben wir, wie gesagt, die charismatischen Lieder. Dann haben wir die Zungenrede und die Handauflegung. Ne? Und die drei Dinge sind eigentlich, uns, was sie auch dann nennen, die Geistestaufe natürlich, ne? Was aber nicht die Geistestaufe ist, sondern hier wirkt ein anderer Geist. Übrigens, es gibt einen Text, denke ich, der besonders für die Charismatiker in der Bibel drinsteht. Das ist Matthäus 7. Ich glaube, dass Jesus den extra dafür hineingenommen hat hier, weil das gerade in der Endzeit eine der größten Verführungen der Christenheit ist. Und in Matthäus 7 hatten wir genau diese Bewegung beschrieben. Nämlich die Verse 21 bis 23. Da sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir dich in deinem Namen geweissagt? Haben wir dich in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir dich in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Bei mir heißt es sogar Gesetzlosen. Gesetzlos, genau. Da steht, hier steht im Grundtext sogar Täter der Gesetzlosigkeit steht dort im Kontext. Ja. Es ist Folgendes. Hier sind also Menschen, die am Ende, sie glauben, sie sind gerettet, aber werden nicht gerettet. Und was führen sie als Beweis an? Zeichen und Wunder hier. Ne? Genau, und zwar übernatürliche Wunder. So, und im Namen Jesu. Das haben sie im Namen Jesu getan. In deinem Namen sagen sie. Übrigens, sie sagen auch Herr, Herr. Also sogar immer wiederholen. Ne? Und was sagt Jesus zu ihnen? Er sagt nicht, na, ihr wart mal meine Kinder und seid ihr wieder abgefallen, sondern er sagt in Vers 23, ich habe euch noch nie gekannt. Das heißt, ihr wart noch nie meine Kinder. Mit anderen Worten, es gibt Menschen, die im Namen Jesu weissagen, böse Geister austreiben und Wunder tun. Also alles übernatürliche Dinge. Aber es ist nicht Jesus, nicht Jesu Kraft. Denn er sagt, ich habe ihn noch nie gekannt. Ja? Also hier sind also Menschen, und wenn es übernatürliche Dinge passieren, dann kann es nur entweder von Gott oder von Satan sein. Und wenn es nicht von Gott ist, dann ist es hier, also es gibt Menschen, die hier im Namen Jesu Dinge tun, aber es ist Satans Kraft. Und wie kann man es unterscheiden? Jesus sagt am Vers 21 und Vers 23, das ist das Merkmal. Ja? Vers 23 ist, das sind die Gesetzlosigkeit predigen und tun, also die 10 Gebote nicht halten, den Sabbat, der da mit dabei ist. Ja? Und auch in Vers 21, nicht wer Herr, Herr ruft, wie die Charismatiker das machen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Der Wille Gottes ist in den 10 Geboten beschrieben und das hat Sabbat mit dabei. Vers 15 und 16 ist, glaube ich, sehr deutlich. Ne? Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Genau. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ganz genau. Von daher haben wir auch hier diese falschen Propheten mit diesen falschen geistlichen Gaben verbunden. Wobei man jetzt sagen muss, natürlich in den verschiedenen Gemeinden, auch in den Pfingstgemeinden, in den evangelischen Kirchen, katholischen Kirchen und überall, wo diese Dinge Einzug halten. Selbst da gibt es viele treue Geschwister. Genau, das ist ganz wichtig zu sagen. Es geht hier um das Prinzip, um das System, um den Glauben. Aber es gibt in jeder Kirche überzeugte, bekehrte Menschen und es gibt auch sehr viele Charismatiker und Pfingstler, die bekehrt sind und auch gerettet werden. Ja? Aber das, was hier, was sie machen und was hier beschrieben ist, das ist problematisch. Das ist Verführung auch. Ja. Ich finde es sehr bezeichnend. Du hast in unserem ersten Teil ein Vers zitiert aus Offenbarung 18, wo du gesagt hast, kommt heraus aus ihr mein Volk, denn Babylon, also diese gefallene Religion, ist eine Behausung geworden, du hast Vers 2 zitiert, ist eine Behausung der Dämonen geworden, ein Gefängnis aller unreiner Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Das ist ja eigentlich dreimal das Gleiche, also Behausung Dämonen, unreine Geister, unreine verhasste Vögel. Es sind böse Geister, die da drin sind. In Babylon. Und Babylon ist ja, wir sehen es im Alten Testament. Im Neuen Testament schreibt Petrus einen Brief, sagt, es grüßt aus Babylon die Mitauserwählte. Ja. Und er ist eigentlich in Rom. Genau. Und dann im Neuen Testament lesen wir hier ganz am Ende, dass noch einmal das Volk Gottes aufgerufen wird, aus allen Gemeinschaften kommt heraus
und verbindet euch wieder mit Christus. Ja, richtig. Und das, ja, und genau, ist auch interessant, dass Ellen White dann auch beschreibt, das haben wir hier ja auch mit drin in Offenbarung 16, wo auch diese drei unreinen Geister, die von dem Mund des Tieres, des Drachen und des falschen Propheten kommen, ja, das sind auch drei Dämonen, ja, die auch die Menschen verführen. Ja, und das ist eben der Katholizismus, gefallene Protestantismus und der Spiritismus. Ja. Und der Spiritismus, denke ich, war auch eine Frage, die du beim letzten Mal gestellt hattest, am Anfang von der letzten Sendung, wo die erste Frage kam, wie kann man, wo Ellen White von diesen drei Dingen spricht, Katholizismus, Protestantismus, Spiritismus, wie kann man den Spiritismus hier unterscheiden und definieren? Und ich glaube, hier finden wir das am stärksten, am deutlichsten in dieser charismatischen Bewegung, ja, dass der Spiritismus, oder würde ich sagen Schamanismus, der Schamanismus finden wir in allen Religionen, überall, auf der ganzen Welt, dass dieser Schamanismus durch die charismatische Bewegung in das Christentum hier eingezogen ist. Ja? Mhm. Und hier finden wir dann den Katholizismus und den Protestantismus, die sich mit diesem charismatischen, mit diesem Schamanismus verbunden haben. Ja? Und das hat sich hier schon erfüllt, was wir hier geschrieben haben. Das war eine Zuschauerfrage, die wir bekommen hatten, ja, genau, wo das erwähnt wurde. Ja. Und das ist auch zu sehen, dass heute sehr viele Katholiken auch in der charismatischen Bewegung mit dabei sind und auch diese Dinge mit praktizieren. Ja. Und das ist also nicht nur in der Pfingst- oder in der evangelischen Kirche, sondern auch in der katholischen. Und es ist ja auch verlockend für die Menschen heute. Ja. Also wenn man lange Jahre in so einer Gemeinde ist und jetzt kommen plötzlich neue Dinge hinein, ja, ja, und die wirken so lebendig, also wie so ein fremdes Feuer, das dort hineinkommt. Man denkt, was ist das wohl? Also, ja, genau. Und man sieht die Auswirkung, also man sieht, dass es was bewirkt in den Menschen. Irgendein Geist wirkt da ja auch. Ich habe zum Beispiel auch Folgendes erlebt, da habe ich ein junges Pärchen gehabt, habe ich Bibelstunde gegeben. Und so nach ein paar Wochen sagte sie, ja, seit ein paar Wochen habe ich auf einmal Depressionen. Habe ich sonst früher nie gehabt. Ich komme nach Hause, muss auf einmal eine Stunde lang weinen und das ist wieder weg. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Dann habe ich gedacht, ja, seit wann hast du das und wie kommt denn das und so weiter. Und dann kam das herausgestellt, seitdem sie auf einem Ehewochenende waren bei der Brüdergemeinde. Und dann habe ich gedacht, was haben sie denn da gemacht? Ja, das waren Charismatiker. Ja? Und dann habe ich gedacht, haben sie euch die Hände aufgelegt? Und dann haben sie gesagt, ja, und dann haben sie gedacht, die haben mal die Männer und Frauen getrennt und dann haben sie bei den Frauen, haben sie dann gebetet und dann haben sie ihr beim Gebet die Hand aufgelegt. Dann habe ich gedacht, du hast durch das Handauflegen dort in dieser charismatischen Gemeinde hast du eine okkulte Belastung bekommen. Ja? Mhm. Und dann haben wir ein Absagegebet gemacht und ab dem Tag waren es wieder weg, die Depressionen. Das war ganz deutlich, es war nichts anderes gewesen, seit dem Tag, wo sie da dort waren, bei diesen charismatischen Christen und die Hand aufgelegt bekommen haben, hat sie die okkulte Belastung gehabt durch Depression. Und ab dem Tag des Absagegebetes war es wieder weg. Ne? Mhm. Und dadurch kann man sehen, also, dass das mir nicht zu spaßen ist. Und ich habe noch eine andere Erfahrung, da war eine Frau, mit der habe ich auch ein Absagegebet gemacht und die hat mir erzählt gehabt, sie war da vorher mit ihrer Freundin bei einer charismatischen Gemeinde. Und zwar, es gibt manche Menschen, die haben die Gabe, die natürliche Gabe, so übernatürliche Mächte zu spüren. Und das ist übrigens nichts Okkultes, sondern es gibt auch Christen, die haben diese Gabe, die spüren, wenn Dämonen irgendwo da sind. Ja? Mhm. Aber das haben nicht viele Menschen, sie sind so sensibel dafür. Auf jeden Fall, diese Frau hat das auch gehabt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich spüre, dass hier Dämonen im Raum sind. Sagte ihre Freundin, die sie mitgenommen hatte, ja, vielleicht, manchmal sind Menschen, die sind belastet. Und dann sagt sie, von der Bühne merke ich das. Ja? Und dann hat der Pastor ihr mit ihr gesprochen nachher und hat ihr eine CD mitgegeben mit charismatischen Liedern. Und dann hat sie erzählt, und zwar, sie hat auch so eine starke okkulte Belastung vorher schon gehabt, dass sie teilweise auch manchmal die Dämonen gesehen hat. Mhm. So, oder nicht so Dämonen, sondern so dunkle Schatten, die immer gekommen sind. Auch manchmal beim Autofahren. Dann hat sie gesagt, im Namen Jesu verschwindet, und dann waren sie wieder weg. Ja? Auf jeden Fall hat sie gesagt, immer wenn ich die CD eingelegt habe, dann kamen die Dämonen. Dann habe ich sie ausgemacht, und waren sie wieder weg. Ja? Also sie hat gedacht, direkt diese CD hat das direkt bewirkt, dass. Und dann war Folgendes, und dann ist sie... Dann hat sie immer mehr Depressionen bekommen und dann ist sie zum Arzt und dann hat der Arzt ihr einen Psychotherapeuten verschrieben und dann ging sie dahin und es war ein indianischer Schamane. Und dann hat er ihr noch ein Buch gegeben und alle möglichen Mantras und alle möglichen okkultes Zeug gemacht und da ist sie immer mehr tiefer reingerutscht. Und dann haben wir Absagegebet gemacht. Da ist sie frei geworden. Ja? Aber dann war interessant, am nächsten Tag ruft sie an und sagt, Olaf, die Dämonen sind wieder da. Und dann sage ich, oh gut, ich komme wieder vorbei. Dann bin ich hingefahren. Ja. Dann habe ich nochmal Absagegebet gemacht. Dann waren sie wieder weg. Nach 10 Minuten kamen sie wieder. Dann habe ich gedacht, wir müssen darum beten, dass Gott uns zeigt, was noch da ist. Ja, was, ja. Und dann haben wir nochmal überlegt. Ja. Und dann hat sie noch 2, 3 Dinge genannt, die wir vergessen hatten vorher. Und dann haben wir nochmal Absagegebet gemacht. Und dann waren sie wieder weg. Und nach 10 Minuten kamen sie wieder. Dann habe ich gesagt, jetzt schau mal, hol mal alle Sachen, die du hast, Bücher und CDs und Kassetten, hatte sie damals noch. Und bringt die alle mal auf den Tisch. Dann hat sie die gebracht, also ein ganzer Stapel war das. Ja?
Unter anderem auch diese CDs von diesem charismatischen Pastor dort, von den charismatischen Liedern. Und übrigens auch ein Buch von diesem indianischen Schamanen, hat sie auch mitgebracht. Ja? Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt packe ich die Bücher alle in eine Plastiktüte und bringe sie raus. Dann habe ich die alle in eine Plastiktüte gepackt und vor die Tür gebracht. Ich komme wieder zurück und sage, die Dämonen sind weg. Nur allein durch diese okkulten CDs und okkulten Bücher, die sie da im Haus hatte, hatten die Dämonen das Recht, immer wieder zurückzukommen. Ja. Und dann haben wir sie rausgeschafft und seitdem war sie frei. Ja. Da kam auch nicht wieder zurück. Mhm. Da gibt es, glaube ich, auch ein Zeugnis. Das war doch die Gemeinde in Ephesus, oder? Die Diana da angebetet richtig, haben. Ganz genau. Da haben sich auch viele bekehrt. Genau. Und die haben dann, das Zeugnis heißt da, sie haben ihre ganzen Zauberbücher verbrannt. Genau, im Wert von 50.000 Silbertalern. Ganz genau, richtig. Also ein Riesenwert. Richtig. Aber das wollten die loswerden. Ganz genau. Die haben gemerkt, und deswegen, diese okkulten Bücher, die soll man nicht weiter verkaufen, ja, um damit Geschäfte zu machen, dann werden andere damit verführt, sondern die soll man vernichten. Ja. Mhm. Richtig. Das ist bemerkenswert, weil da können wir alle in unser eigenes Leben hineingucken und schauen, sind da irgendwelche Dinge, die wir vielleicht aus unserem früheren Leben mitgebracht haben, also bevor wir Christus kennengelernt haben, die noch zu Hause irgendwo rumstehen und wo Dämonen immer noch Zugriff zu haben. So ist das. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich, auch gerade mit okkulten Filmen. Ja? Hm. Habe ich auch so eine Erfahrung gemacht, da ruft mich sonntags morgens um 6 Uhr jemand an und aus der Gemeinde, ja? Und sagt, ja, du musst sofort kommen. Ich sage, was ist denn? Bei uns ist der Teufel los. Ja, ja, okay, gut, ich fahre hin. Ja? Und weißt du, was passiert? Mitten in der Nacht war auf einmal der Wasserhahn aufgedreht. In der Badewanne. Mhm. Und hat man natürlich laut und dann sind sie aufgewacht und sind hingegangen und dann hat er zugedreht und wieder ins Bett gegangen und nach 10 Minuten war der wieder aufgedreht. Und wieder hingegangen und wieder zugemacht, ja, und nach 10 Minuten war er wieder aufgedreht. Ja. Da haben sie Angst bekommen, ja, weil sie merken, das ist übernatürlich, das sind Dämonen, die hier übernatürliche Sachen hier machen. Ne. Und dann haben sie die ganze Nacht nicht mehr schlafen können und haben mich da angerufen und habe ich gefragt, ja, was habt ihr denn gemacht? Da haben sie gesagt, ja, wir haben nichts gemacht. Ja. Also, irgendwas müsst ihr gemacht haben, die Dämonen kommen nicht von selbst hierher. Ja. Und was hat er denn gestern Abend gemacht? Ja, gestern Abend haben wir mal Filme angeschaut. Ja, dann was für Filme? Hat sich herausgestellt, das waren okkulte Filme. Mhm. Ja, also ich weiß nicht mehr, wie die hießen, spielt auch keine Rolle. Aber auf jeden Fall Filme mit spiritistischen Inhalten. Ja, und da habe ich gedacht, dadurch, dass ihr die Filme angeschaut habt gestern Abend, habt ihr in der Nacht die Dämonen hier. Die haben hier, ja. Die durften euch nicht persönlich was tun, aber sie haben hier euch in Angst und Schrecken versetzt. Ja, und dann haben wir ein Absagegebet gemacht und dann war das Ganze wieder vorbei. Dann, ja. Aber es ist nicht ganz ungefährlich, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, solche Filme anzuschauen. Ja. Es können dadurch übernatürliche okkulte Dinge passieren. Ja. Vielleicht nochmal, sei nochmal gesagt, wenn du sagst Absagegebet, dann ist es keine mystische Formel oder irgendwas, sondern ein Befreiungsgebet, wo wir einfach Gott um Befreiung bitten, ja, und dass Jesus uns frei macht von diesen okkulten Belastungen, ja, und Jesus macht uns frei und wir müssen ihn darum bitten und das macht er dann auch, ne? Ja. Jetzt in der also ich weiß, dass zum Beispiel ganz viele Leute in den verschiedenen Gemeinden, die meinen das gar nicht böse, die sind aber dabei, gerade wenn du sagst, vom Handauflegen und solche Dinge, also wo man plötzlich solchen Einflüssen ausgesetzt wird. Ja. Wenn du zum Beispiel von der Brüdergemeinde sprichst, also in der Brüdergemeinde gibt es auch liebe, gute Christen. Ja, natürlich. Aber viele machen dann damit. Was ist da? Ich kenne Handauflegen, kenne ich aus der Bibel, also gehört das irgendwie dazu. Richtig. Und der Teufel, der ist ja schlau. Also der wird ja nicht eine völlig neue Praktik ausdenken. Der wird sagen, also wir machen einfach, wir kopieren das. Luther hatte gesagt, er ist wie der Affe Gottes. Ja. Man muss genau hingucken, weil er äfft alles nach. Ja. Und er vermischt Wahrheit mit Irrtum. Er bringt so viel Wahrheit mit dazu, denn vieles ist auch gut, was die dort machen. Ja? Mhm. Und er bringt vieles gute Sachen rein, aber er bringt so viel Irrtum und Spiritismus rein, dass das doch Verführung ist. Mhm. Und vielleicht, also wir wollen hier auch kein falsches Licht auf die Brüdergemeinde werfen. Also, in der Brüdergemeinde ist es so, die meisten sind nicht charismatisch. Genau. Und es gibt in jeder Konfession, Baptisten, Methodisten, evangelische Kirche, gibt es überall welche, die nicht charismatisch sind und es gibt welche, die charismatisch sind. Ja? Also von daher, bei den Pfingstlern ist es übrigens, und es ist fast alle charismatisch, ja, weil die ja aus diesem Bereich kommen. Aber auch selbst innerhalb der Charismatischen muss man das unterscheiden. Es gibt manche, die sind extrem charismatisch. Mhm. Ja? Und auch manche, gerade Toronto-Segen und diese Sachen, was sie da gemacht haben. Ne? So. Und es gibt manche, die sind nur ganz leicht charismatisch angehaucht. Da gibt es die gesamte Bandbreite. Ja? Mhm. Deswegen kann man auch nicht alle unter einen Kamm scheren. Ja? Ja. Aber was ich auch schon mal erlebt habe, ist so Wunderheilung bei Charismatikern. Ja? Und da ging es auch heftig zu. Ja? Ich auch erlebt, Und das ist tatsächlich, wo man dann auch teilweise diese Mächte spürt auf einmal, ne? Wie die auf einmal wirken. Ne? Also ob das Haus wackeln würde. Ne? Mhm. Also, das ist schon aber es ist nicht ganz ungefähr. Man sollte auch zu solchen Versammlungen nicht einfach hingehen, weil da dämonische Kräfte sind, die wirken. Und das ist nicht ganz... Wenn man hingeht, sollte man dann nur mit einer Gruppe am besten hingehen und auch vorher beten und auch einen Gebetskreis haben. Und auch wenn es brenzlig wird, wieder verschwinden. Ja.
Ja. Ellen White hat davon irgendwo mal geschrieben, dass damals es gab einen Prediger in ihrer Zeit und der wollte da unbedingt hingehen und wollte das widerlegen. Ja, ja. Und der ist tief gefallen. Ja, ja. Also er wurde nachher Spiritist. Genau. Das war gefährlich. Ja. Gibt es also so ein paar Sachen, die ich noch eben ansprechen will? Es gibt noch irgendwie so viele Dinge. Also in Spiritismus, wir sehen, dass der in allen Gemeinden sich versucht auszubreiten. Er versucht da irgendwie reinzukommen. Du hattest eine Sache noch erwähnt. Mit der Musik, also dass zum Beispiel die CDs da eingelegt wurden, dass die Dämonen Zugang hatten. Und ich habe da mal dran gedacht, als damals das kam, dass die Idee aufkam bei mir in der evangelischen Kirche, dass wir unsere Musik doch ändern sollten. Und es wurde gefragt, wie denn? Und es hieß, so dass die Jugendlichen das schöner finden. Also wir müssen es mehr modern anpassen. Ja. Und es spielte so ein bisschen in, das nannte sich dann christlicher Rock, christlicher Pop, es gab sogar christlichen Metal. Ja. Also in die Richtung sollte die Musik verändert werden. Und erstmal hat man gedacht, okay, wir ändern ein bisschen Musik, was ist dabei? Aber dann, als ich in der Bibel gelesen habe, dass als der Saul geplagt wurde von Dämonen, da David sich hingesetzt hat, auf seiner Harfe gespielt und hat gute Musik gespielt und die Dämonen mussten ausfahren. Genau, richtig. Und er bemerkte jetzt, der Satan hat scheinbar wirklich ein Interesse daran, welche Musik bei uns gespielt wird. Ganz genau, richtig. Und zwar, man kann nicht sagen, wenn Musik einen christlichen Text hat, ist sie immer gut. Ja, das musst du auch erst lernen. Ja. Mhm. Sondern es gibt auch Musikstilrichtungen, die auch, außerdem wenn sie nicht okkult sind, aber doch negative Wirkungen haben. Ja? Gerade die Offbeat-Musik hat immer negative Wirkungen. Ja? Und deswegen auch, wenn man dies im Alltag hört, diese Musik, Pop- und Rockmusik, die hat diesen Offbeat und das wirkt auf unseren Frontallappen und das hat negative Auswirkungen auf unser geistliches Leben. Ja? Mhm. Vielleicht dazu noch, was wir so im Alltag machen, das hat oft Einfluss auf uns, ohne dass wir das merken. Da gibt es eine Geschichte, du hast die angesprochen in unserer letzten Sendung, oder da hattest du ein Kapitel genannt, von dem ich dachte, du willst jetzt darüber sprechen. Ja. Das war in Markus 1. Da steht eine Geschichte, die wir auch in Lukas 4 finden. Ich kann die mal kurz zeigen, was ich meine. In Lukas 4, da wird von so einem Besessenen gesprochen, der wird zu Christus gebracht. Mhm. Und ich finde es so bezeichnend, was Ellen White darüber schreibt. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. In Lukas 4, das war sogar in einer Synagoge. Ja, ja, genau. Ab Vers 31, ist in Kapernaum, was ist passiert. Ab Vers 31, da heißt es hier, und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte. Und er schrie mit lauter Stimme und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Also hier, das war in einer Synagoge, während Christus da predigt, kann sich einer nicht benehmen, so wirkt das für alle, steht auf und sagt, wir wissen, wer du bist, was willst du von uns, geh weg, du bist der Heilige Gottes, genau. Also er sagt, wer er ist. Wenn ich in so einer Synagoge sitze, also in einem Gottesdienst, und ich drehe mich um, ich sage, was hat der Mann da? Also, und der schreit dann da und schreit den Prediger an. Und dann habe ich bei Ellen White gelesen, was ist mit dem Mann eigentlich passiert? Und sie schreibt hier, das ist im Leben Jesu, Seite 240, hier heißt es, die wirkliche Ursache des Leidens, das diesen Mann zu einem schrecklichen Schauspiel für seine Freunde und zu einer Last für sich selbst gemacht hatte, lag in seinem eigenen Leben begründet. Er war von den Vergnügungen der Sünde verblendet worden und wollte sein Leben in Lustbarkeiten verbringen. Er hatte nicht geahnt, welch ein Schrecken er der Welt und welche Schande er seiner Familie sein würde. Er glaubte, seine Zeit mit harmlos scheinenden Torheiten zubringen zu können. Doch einmal auf einer abschüssigen Bahn sank er rasch immer tiefer. Unmäßigkeit und Leichtfertigkeit verdarben seine guten Eigenschaften und Satan bemächtigte sich seiner vollständig. Also, jetzt normalerweise denkt man, naja, wenn der jemand so besessen ist, also wenn so ein Geister in ihm ist, dann hat er irgendwann mal sich dafür geöffnet, hat gesagt, er kommt zu mir. Aber hier wird deutlich, er hat einfach ein schlechtes Leben geführt. Er hat so, vielleicht wie du sagst, falsche Musik gehört, falsche Filme sich angeguckt und hat das erst als nicht, also er hat bestimmt keine falschen Filme geguckt, aber das ist so heute genau, was Harmloses genommen. Bücher gelesen. Ne? Schlechte Bücher gelesen, genau. Falschen Umgang gehabt. Und so kommt man da so rein und man hält das erstmal nicht für böse. Man denkt, naja, ich habe das immer noch im Griff. Aber bei dem war das so weit, der hatte gar nichts mehr im Griff. Und seine Freunde, seine Familie, alle dachten, was ist los mit dem? Ja. Und hier kann man das sehr gut jetzt medizinisch sogar erklären. Denn gerade diese Vergnügungen, ob das jetzt Völlerei im Essen ist oder was auch immer, oder Alkohol oder irgendwas übermäßigen Sex mit Huren oder was auch immer,
oder auch die Musik und alles. Ja. Und das sind alles Dinge, von denen wir wissen, dass sie unsere Frontallappen schwächen und beschädigen. Ja. Und je schwächer unser Frontallappen wird, desto weniger haben wir einen Draht zu Gott und desto weniger haben wir Selbstkontrolle. Und je mehr die Selbstkontrolle abnimmt, desto mehr können Dämonen irgendwann auch den Menschen wieder kontrollieren. Genau wie die Schamanen, wie ich eben gesagt habe, Trance und die Ekstase, der ist auch die Selbstkontrolle ausgeschaltet. Ja? Und das passiert auch durch einen Lebensstil, der sehr stark nur auf das Fleischliche ausgerichtet ist, dass der Frontallappen geschädigt wird und dadurch auch die Chance besteht, dass Dämonen Einfluss nehmen auf unser Gehirn und dadurch auch okkulte Belastung und Unbelastenheit entstehen kann. Und man sagt ja auch oft, so der erste Schritt in die Sünde ist schwierig, man muss sie überwinden, aber danach wird es immer leichter. Ja, richtig. Und man merkt dieses, wenn man seinen Frontallappen ständig schädigt, also wenn ich ständig schlechte Musik höre, schlechte Filme gucke, schlechte Bücher lese, mich mit schlechten Dingen beschäftige, dann wird es für mich immer schwieriger, mein Herz für Gott zu öffnen, also Zeit mit Gott zu verbringen. Richtig. Aber es wird immer leichter für mich, diese Zerstreuung zu suchen. Genau. Aber was dem jungen Mann hier passiert ist, der war plötzlich von Satan gefangen und kam da nicht mehr raus. Richtig. Ja, aber er hatte eigentlich den inneren Wunsch gehabt, rauszukommen, deswegen hätte ich ihn noch befreien können. Ja. Richtig. Aber deswegen ist auch wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir unseren Alltag verbringen und womit wir uns beschäftigen, weil das uns prägt und weil das auch uns gefangen nehmen kann. Ja? Ja. Wie können wir uns eigentlich schützen, wenn wir das merken bei uns? Also wenn ich jetzt bei mir merke, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann meine täglichen Andachten nicht mehr, ich kann die Bibel nicht mehr lesen, ich habe keine ruhigen Gedanken fürs Gebet. Ich suche also immer Zerstreuung im Fernsehen, im Computerspielen, weltliche Zerstreuung. Besten, ich empfehle an der Stelle erstmal gucken, wo mache ich solche Dinge und am besten komplett davon fasten. Also von Rock-Pop-Musik komplett nichts mehr hören. Und viele Jugendliche, die sagen, das kann ich nicht, schaffe ich nicht, weil die abhängig geworden sind. Ja? Solche Sachen machen abhängig. Mhm. Ja? Nicht nur Drogen machen abhängig, auch solche Musik kann abhängig machen. Ja? Aber deswegen solche Musik komplett kein Fernsehen mehr gucken. Ja? Keine Filme im Internet oder irgendetwas. Ne? Und da mal komplett von fasten. Ja? Dann kann sich unser Frontallappen wieder erholen und dann kann man wieder auch besser geistig ausgerichtet weiter. Fasten und beten. Fasten und beten, genau. Und was ich auch immer wieder erlebe, wenn Jugendliche oder junge Erwachsene in ihrer Freizeit viel Rockmusik und Popmusik hören, dass sie das Gespür für das Geistliche, für das Heilige verlieren. Mhm. Ja, das kann man ziemlich deutlich sehen, ja, dass Jugendliche, die klassische oder geistliche Musik hören, die jetzt nicht Pop und Rock ist, die haben manchmal Verständnis für Gott und für die Bibel und auch für das geistliche Leben und dass sie auch ihr Leben viel besser dann ausrichten können und auch mehr Kraft haben, in ihrem Leben es umzusetzen, ja, während die anderen eine Blockade haben. Mhm. Ja. Und das habe ich auch erst nach einer gewissen Zeit rausgefunden, dass das mit der Musik, wenn ich den gefragt habe, ja, was ist denn so dein Alltag, was hast du für Musik dann jeden Tag? Ne? Und dann, wenn man dann mal nachfragt, und da habe ich festgestellt, dass da gibt es einen direkten Zusammenhang. Mhm. Das, genau, was ich so also jetzt gesehen habe in den letzten Jahren, sind es verschiedene Dinge. Also es können Musikrichtungen sein, können Filme sein, es kann auch Alkohol sein. Also wenn jemand jeden Tag irgendwie ein bisschen Alkohol trinkt, dann wird seine Selbstbeherrschung oder sein Frontallappen wird so gestört, dass er viel offener ist für weltliche Einflüsse und gar nicht mehr so richtig, er hat gar kein richtiges Interesse, zu Gott zu kommen. Man findet im Gebet auch nicht die Ruhe, im Bibellesen, man findet da seine Heimat nicht. Genau. Und solche Dinge überwinden also im Zweifel, also wenn ich wirklich ein Alkoholproblem habe zum Beispiel, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ich da auch mir wirklich ärztlichen Rat auch hole. Ja. Also wirklich sogar einen Entzug mache, einfach um davon frei zu werden und dann wieder Zeit zu haben, zu Christus zu kommen. Auch mit Kiffen, ne? Was ich auch mal festgestellt habe, wenn jemand, war jemand, der hat sich bekehrt, ist getauft worden und dann hat er nach der Taufe irgendwann mit dem Kiffen wieder angefangen. Ja. Und dann auf einmal war auch wieder von Gott weg, von der Gemeinde weg, ja, und der Frontallappen wird in dem Moment auch wieder geschädigt und angegriffen und auf einmal ist der innere Wunsch des geistlichen Lebens auf einmal wieder weg, ja, und das kann man direkt so verbinden. Da. Habe ich auch mal jemandem Bibelstunde gegeben, der hatte genau das Problem. Ja. Und jetzt in der Gemeinde, also die Predigt konnte noch so gut sein, er war nicht in der Lage zuzuhören. Ja, ja. Und dann habe ich jetzt mit ihm gesprochen und habe ich gesagt, hör mal zu, willst du es wieder sein lassen? Er sagt, er möchte es sein lassen. Und dann haben wir darum gebetet und dann konnte ihm
das in den inneren Drang komplett wieder weggenommen davon. Mhm. Also deswegen Jesus macht uns frei davon, ja, auch von Süchten. Ne? Ja. Und, ja. Ich würde ganz gerne noch eine Sache ansprechen. Da hatten wir das letzte Mal ein bisschen schon drüber gesprochen. Dass es oftmals heißt, es, man kann mit, also selbst wenn ich will nicht mit Geistern kommunizieren, ich habe Angst vor Dämonen und so, aber ich kann mit Engeln reden, ich kann mit Toten reden und so. Da hatten wir das letzte Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist heute oft solche Sachen, wenn Leute sagen, ich hatte da so Nahtoderfahrungen. Ich war irgendwie kurz tot und ich war dann im Himmel. Und ich meine, da habe ich viele Dinge gesehen, übernatürliche Dinge. Also so weiß ich, da sind Engel in meinem Leben und die machen was. Also das sind ja auch so Einflüsse, ja, die Leute gefangen nehmen. Genau. Jetzt ist, wie geht man mit sowas um? Also ich meine, wenn jemand alkoholsüchtig ist oder spielesüchtig ist oder wenn jetzt aber jemand diese Erfahrung gemacht hat im Leben und sagt, ich hab mich von oben gesehen, wie ich, als ich gestorben bin, ich bin aus meinem Körper rausgegangen. Wie ordnen wir solche Dinge ein? Ja. Das Problem ist, dass viele Christen diese Erlebnisse als Beweis ansehen, dass ihre These stimmt, dass wenn man stirbt, dass die Seele dann irgendwo hingeht. Ja? Mhm. Und deswegen dann gucke ich, das ist ein Beweis. Aber das ist gefährlich. Diese Art ist immer gefährlich. Wir dürfen niemals unsere Erlebnisse zum Maßstab machen, um unseren Glauben dadurch zu definieren. Denn auch das kann uns gefangen nehmen. Ja. Mhm. Es gibt manchmal, Satan kann manchmal so Dinge machen, ja, oder erscheinen lassen. Ja. Satan, Ellen White schreibt auch, Satan wird am Ende als Engel des Lichts erscheinen, Jesu Wiederkunft nachmachen. Mhm. Und wenn wir das Erlebnis als Maßstab nehmen, dann werden wir verführt werden, auf jeden Fall. Ja. Wir müssen die Bibel als Maßstab haben. Deswegen müssen wir solche Erlebnisse durch das biblische Wort prüfen und definieren und bewerten. Und die Bibel sagt ganz klar, da kann man zwei Stellen dazu lesen, in 1. Mose Kapitel 2, wie der Mensch entstanden ist, ja, dass der Mensch gar keine unsterbliche Seele hat. Mhm. In 1. Mose 2 steht in Vers 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihn den Boden des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt also, Gott hat Erde genommen, hat ihm die Lebenskraft eingehaucht. Das war nicht die Seele, sondern das war die Lebenskraft. Odem, hier steht Ruach. Ja? Ruach das ist oder das, Geist. Das ist die Lebenskraft, die unpersönliche Lebenskraft. Da haben die Tiere das gleiche. Odem sagt die Bibel auch wie der Mensch. Und das Ergebnis ist, der Mensch ist eine lebendige Seele. Das heißt, der Mensch ist eine Seele. Mhm. Er hat keine Seele, er ist eine Seele. Und deswegen, wenn der Mensch stirbt, dann geschieht das genau das Gegenteil wieder. Er als Seele, als Mensch, Gott nimmt den Odem wieder weg und zurück bleibt der tote Körper. Mhm. Ja, und der zerfällt dann. Ja? Und der Mensch lebt. Und das finden wir in Prediger 9. Ja, der Mensch lebt in der Zeit, wenn er gestirbt, bis er wieder auferweckt wird, wenn Jesus wiederkommt. Die Gläubigen werden bei Jesu Wiederkunft auferweckt und die Ungläubigen nach den 1000 Jahren wieder auferweckt. Und in der Zwischenzeit schlafen sie im Grab oder schlafen nicht, sondern sind ohne Bewusstsein. Ja? Ja. Denn im Schlaf hat man ja auch noch irgendwo, das Unterbewusstsein lebt noch weiter. Ne? Aber, wobei es schon ganz gut beschrieben wird durch den Schlaf. Ne? Ja, genau. Ja. Schlaf ist so ein Bild dafür. Ne? Mhm. Und zwar hier steht dann, in Kapitel 9, Vers 5, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin, sie haben keinen Teil mehr auf der Welt in allem, was unter der Sonne geschieht. Und in Vers 10, alles, was dir vor die Hände kommt, erst zu tun mit deiner Kraft, das tu, denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Kenntnis noch Weisheit. Das heißt, die Toten sind tot, weil sie tot sind und sie können nichts mehr sagen und deswegen kann man die Toten auch nicht mehr fragen. Und wenn die Toten erscheinen, dann sind es nicht die Toten, dann sind das Dämonen, die Gestalt von Toten annehmen. Das sind ganz, ganz wichtige Verse hier, finde ich. Also ist, wenn wir das uns vor Augen haben, also ein Toter weiß nichts, er kann nicht handeln, er kann nicht reden, also da ist ewiges Schweigen, wo du hinfährst. Also es gibt auch noch viele andere Textstellen, auch im Psalm, wo steht, die Toten können Gott nicht loben und die Toten, die Psalm 6 oder so. Ja, da ist die Stille, ja. Und von daher ist es klar, weil die Bibel ganz klar sagt, die Toten sind tot. Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod, in der Auferstehung wieder, aber nicht während man tot ist. Ne? Und deswegen sind die Nahtoderlebnisse so zu definieren, dass man sagt, da ist nicht die Seele auf dem Weg zum Himmel gegangen. Ja? Interessant ist, dass bei Nahtoderlebnissen alle Menschen das Gleiche haben. Nämlich alle sehen wie so eine Art Tunnel und sehen am Ende so ein Licht und sie spüren Wärme und schöne Gefühle und sind auf dem Weg zum Licht. Ja? Aber nach der Bibel sind nicht alle Menschen gerettet. Ja? Selbst die größten Halunken sehen das Gleiche auch. Ne? Und sicherlich waren die nicht auf dem Weg zum Himmel. Ne? Mhm. Interessant, es gab mal eine Fernsehsendung, die habe ich mal geschaut. Da waren vier Spezialisten, ein evangelischer Theologe, ein katholischer Theologe, ein Philosoph und ein Gehirnforscher.
Die haben über diese Frage diskutiert, Leben nach dem Tod und auch diese Nahtoderlebnisse. Mhm. Und die beiden Christlichen, der evangelische und katholische Theologe, die haben gesagt, ja, das ist ein Beweis dafür, dass die Seele schon auf dem Weg zum Himmel war oder auf dem Weg zum Himmel ist schon, ja, mhm. bei diesen Nahtoderlebnissen. Mhm. Und dann sagte dann der Gehirnforscher, nein, sagte er, das ist überhaupt kein Beweis. Er sagte, wenn ein Mensch stirbt, dann schaltet das Gehirn ab. Das Gehirn funktioniert vor allen Dingen durch elektrische Strömung und auch durch chemische Prozesse und auch durch elektrische Impulse. Und er sagte, und wenn es abschaltet, geht es immer auf die gleiche Art und Weise. Und beim Abschalten entsteht im Gehirn, im Menschen genau diese Vorstellung des Tunnels und der Gefühle und des Lichtes, sagte er. Und wir können von außen das Gehirn so manipulieren bei lebenden Menschen, dass sie genau die gleichen Dinge auch sehen. Ja. Interessant. Und von daher sagt er, das ist überhaupt kein Beweis, dass irgendetwas mhm. dahingegangen ist, sondern es ist nur ein chemischer Prozess, der im Gehirn stattfindet, oder ein elektrischer Impuls, der im Gehirn stattfindet. Und wenn wir den von außen genauso manipulieren, können wir das in jedem lebenden Menschen auch so machen. Ja. Und natürlich geht die Seele nicht in den Himmel, wenn wir am lebenden Menschen da irgendwas ja. machen. Ja. Das ist interessant, dass man es von außen stimulieren kann. Ne? Genau. Es ja. wird ja oft gesagt, diese Idee mit der Seele, die Seele ist unsterblich und die lebt weiter. Genau. Und da wird oft irgendwie Paulus verwendet, wo er sagt, also ich wünsche dir Gesundheit für deinen Körper, deinen Geist, deine Seele. Ja, ja, dann heißt ja, es, ja. ach guck mal, Paulus trennt hier diese drei Dinge voneinander. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, es ist deutlich, also er möchte geistliche Gesundheit, er möchte körperliche Gesundheit, also voneinander spricht. Es ist, also dieses Rausnehmen dieser Idee, da ist also die Seele existiert unabhängig Richtig. Von Körper und genau. Geist, das würde ja so viel bedeuten wie Adam war schon da, bevor er geschaffen wurde. Ja, und das ist auch so, diese Idee kommt von Platon. Ja? Der hat viel dafür Christus gelebt, ein griechischer Philosoph. Und die kommt nicht von der Bibel her. Und deswegen, nach der Bibel ist ein Leben ohne Körper nicht möglich. Ja? Und das wird sogar auf Gott übertragen. Ja? Dass man sagt, wenn Gott die Augen geschaffen hat, wie sollte er nicht sehen können? Also mit anderen Worten, ohne Augen kann man nicht sehen. Gott hat die Augen der Menschen geschaffen. Deswegen, wie sollte eine Seele, die ohne Körper lebt, eine Seele, die keine Augen hat, wie soll sie sehen können? Wie soll eine Seele ohne Gehirn denken können? Wie soll eine Seele ohne Mund reden können? Eine Seele ohne Ohren hören können? Also man braucht die Körperteile, um die Funktion zu haben. Deswegen, wenn ein Mensch keine Augen mehr hat, dann kann er nicht sehen, dann kann man machen, was man will, er sieht nichts mehr. Ja? Mhm. Also die Seele sieht nicht von sich selbst, also die Seele hat nicht der Mensch in sich, sondern der Mensch sieht nichts von sich selbst, sondern durch seine Körperorgane. Ja? Mhm. Und deswegen ist ein Leben ohne Körper nicht möglich, nach der Bibel. Ja? Und deswegen wird auch, wenn wir wieder auferstehen, wird Gott den Menschen mit Körper wieder auferstehen lassen. Nein, mit einem himmlischen Körper, wie Jesus nach seiner Auferstehung hatte, aber es wird ein Körper sein. Jesus hatte Fleisch und Blut, es war ein geistlicher Körper. Ja, die haben ihn anpassen können. Ja. Mhm. Jetzt werden ja manchmal solche Stellen aufgeführt, wie zum Beispiel Lukas 16, Lazarus und der Reiche oder die Hexe von Endor, ja. wie Samuel da hervorkam. Und ich glaube, diese Sachen, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, wie die zu bewerten sind. Also in Lukas 16, bei Lazarus und dem Reichen, da wird ganz deutlich ein Gleichnis gezeigt. Also da wird was dargestellt. Also ich meine, er wollte in den Schoß Abrahams. Wie kam jemand in den Schoß Abrahams? Also natürlich ist eine Metapher, ist eine Idee. Ja, ja. Jemand sitzt im Feuer und möchte einen Tropfen, der seine Zunge kühlt. Das ist eine Idee. Und so muss man es bewerten. Manchmal werden diese Dinge herausgenommen aus dem Text und dann sagst du, guck mal hier ganz deutlich, Richtig, ja. Da ist einer in der Hölle, der andere ist im Himmel und beide haben ewiges Leben. Es ist Folgendes. Es gibt in der Bibel eindeutige Texte, wie zum Beispiel, was wir gerade gelesen haben, Prediger 9 oder 1. Mose 2, Vers 7. Und es gibt manchmal Texte, die schwierig zu verstehen sind oder die so oder so zu verstehen sind. Und das Prinzip ist immer, man muss die einfachen Texte geben vor, was richtig ist, was Wahrheit ist. Und man muss die schwierigen Texte nach den einfachen Texten auslegen. Das ist die Grundlage. Ja? Und wenn man den Text hat mit dem reichen Mann, armen Lazarus, dann weiß man, wenn man stirbt, ist man tot. Mhm. Ja? Und wenn Jesus das erzählt, dann war es ein Gleichnis, was er erzählt hat. Und Gleichnisse sind nicht Realität. Wenn Jesus erzählt das Gleichnis von den Schafen, ja, dann sind wir nicht echte Schafe, sondern es ist ein Gleichnis. Und so ist das auch nur. Und Jesus hat eine Vorstellung seiner damaligen Zeit und auch des heidnischen Umfeldes genommen, um etwas klarzumachen. Denn er sagte, wenn sie jetzt schon nicht auf, wenn sie nicht hören würden, wenn jemand wieder erscheinen würde, sie sollen auf, nee, andersrum, wenn sie auf das Wort nicht hören, wie würden sie auf das hören, was jemand sagen würde, wenn er wieder erscheint? Wenn sie auf Mose nicht hören, warum sollten sie auf jemanden hören, der wieder? So ist oder nennt ihn auch Lazarus. Richtig. Das ist interessant, also, das ist genau da passiert. Und deswegen, das Prinzip ist eben, dass man das Wort hören soll. Ja? Mhm. Und das ist das Entscheidende. Und er hat das nur ein Bild gebraucht, ein Gleichnis, und das ist natürlich nicht real. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da mitgehen. Also die Menschen, die
die von diesen so Nahtoderlebnissen sprechen und sagen, ja, meine Seele, die lebte noch und die ging weiter und die war auf dem Weg in den Himmel. Also ich würde die nicht alle als Lügner abstempeln. Nee. Ich würde sagen, die haben durchaus was gesehen. Das kann ihre subjektive Erfahrung. Genau. Aber man muss sie anders interpretieren. Nicht die Seele, denn die wusste, dass ihre Seele ist auf dem Weg zum Himmel, das ist ihre Interpretation. Mhm. Sie haben nur etwas gespürt, sie haben etwas gesehen und was sie gesehen haben, ist es real. Aber das muss man interpretieren als das Abschalten des Gehirns. Fertig. Genau, es können zwei Dinge sein. Entweder wirklich der ist wirklich gestorben, das genau. Gehirn schaltet ab, oder es war wirklich ein Okkultismus. Also ja. Das also, könnte auch sein. Wenn man sich von oben sieht, dann ist es meistens eine okkulte Sache. Ja? Warum? Weil man hat ja keine Augen, die von oben gucken. Das Auge ist ja noch unten im mhm. Menschen. Auch manchmal bei Operationen ist manchmal auch, dass die Menschen, auch wenn sie nicht vor genau, tot sind die Zeugnisse, waren, die man kennt, ja. sehen. Mhm. Aber das sind meistens okkulte Dinge, das ist auch fast nur bei Menschen oder nur bei Menschen, die auch okkulte Belastungen haben. Oder, mhm. Und weil dann Dämonen, Gott kann ja einem Propheten Visionen geben, also etwas in sein Gehirn reinspielen, was ja woanders stattfindet oder früher oder in der Zukunft sein wird. Und das kann Satan auch machen. Mhm. Und Satan kann Menschen auch Dinge zeigen oder jetzt einen Blick von oben geben. Ein Dämon sieht ja das von oben und da kann er genau das, was er selber sieht, den Menschen einspielen. Und dann sieht er sich selbst auch von oben, aber das ist nur eine Einspielung in seinem Kopf und nicht Realität. Mhm. Okay. Jetzt, ich würde ganz gerne die letzten vielleicht so 15 Minuten, die wir noch haben, gerne noch darauf verwenden, dass wir nochmal über die spiritistische Bewegung zur Zeit des Endes sprechen. Weil da war ja die Frage, das war in der Sendung vorher, da kam ja die Frage, wie wird das sein am Ende? Also es sind drei große Mächte, also der gefallene Protestantismus, der Katholizismus und eben der Spiritismus. Ja. Was wird der Spiritismus, also welche Rolle spielt er zur Zeit des Endes? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und da empfehle ich euch, dieses Buch zu lesen hier. Das Buch heißt Vom Schatten zum Licht. Mhm. Früher hieß es auch mal Der große Kampf. Und hier haben wir ein Kapitel. Und das solltet ihr auf jeden Fall unbedingt nochmal lesen. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann ist das ein Muss, das zu lesen. Und wenn man das schon mal gelesen hat, dann sollte man es nochmal wiederholen. Das ist das Kapitel 34, das lautet Der Betrug des Spiritismus. Ja. Mhm. Ja? Und was sie da schreibt, das ist unglaublich spannend. Wir haben ja mal eine Serie gemacht, der Eugen Hartwig und ich, wo wir sämtliche 42 Kapitel von diesem Buch mal als jeweils eine halbe Stunde Vortrag aufgenommen haben. Kann man übrigens auch im Internet sich auch anschauen. Wie heißt das? Vom Schatten zum Licht. Achso, ihr habt die Serie so genannt? Genau. Wir haben dann nur die Kapitel zusammengefasst und die Hauptinhalte dann so in einer halben Stunde wiedergegeben und die wichtigen Zitate so rausgeschrieben. Ja? Mhm. Und natürlich das Kapitel auch hier. Ne? Ja. Und was sie hier schreibt, das ist unglaublich spannend. Warum? Weil sie hier den Spiritismus in erster Linie nicht als okkulte Praktiken zeigt, wie wir es meistens sehen. Und das lehnt sie ja nicht, also das gehört auch mit dazu. Aber sie schreibt das vor allen Dingen als eine Philosophie, als eine Gedankenhaltung, als eine falsche Theologie. Ja, sie schreibt den Spiritismus generell, also dass er sagt, zum Beispiel Spiritismus, es gibt keinen persönlichen Gott oder Gott ist nur gut und alle haben Recht, ja, oder die Natur ist Gott. Und auch Spiritismus im christlichen Bereich. Und da sagt sie, das ist vor allen Dingen etwas, wenn man sagt, das Gesetz brauchen wir nicht. Gott ist nur ein guter Gott und die Gerechtigkeit und Gericht lassen wir zur Seite. Und alle Menschen haben Recht und alle Kirchen haben am Ende Recht. Ja, also sie beschreibt eigentlich, wenn man das sich immer genau anschaut, beschreibt sie eigentlich das postmoderne Denken. Diese ökumenische Idee. Ökumenische Idee auch und die postmoderne, alle haben Recht und alles ist gut, ja, und alles ist miteinander das verbunden. Ja. Und auch, dass sie dann auch sagt, was dazu gehört, auch, dass die Bibel nicht mehr so als ernst genommen wird. Ne, und man kann auch sagen, die historisch-kritische Methode, ja, ist auch genau damit drin, die liberale Theologie, die sie hier schon beschrieben hat, die zu ihrer Zeit ja gerade anfing, erst in den Kinderschulen gerade, ja, aber sie dann beschreibt und da auch genau auch Einzelheiten schreibt, was da kommen wird und wie das sein wird. Ne? Das ist also höchst spannend. Ne? Ich habe doch ein paar Zitate hier, wo sie so Dinge schreibt, wie zum Beispiel Seite 505. Es ist eine geistige und geistliche Gesetzmäßigkeit, dass wir uns durch Betrachten einer Sache verändern. Das Denken passt sich allmählich den Dingen an, mit denen es sich befasst. Es nimmt das in sich auf, was zu lieben und zu verehren ihm zur Gewohnheit geworden ist. Der Mensch wird nie über das hinauswachsen, was er sich als Maßstab für Reinheit, Güte oder Wahrheit gesetzt hat. Wenn sein Ich zum höchsten Ideal wird, erreicht er nie erhabendere Werte. Er wird vielmehr immer tiefer sinken. Nur die Macht der Gnade Gottes kann den Menschen veredeln. Bleibt er sich selbst überlassen, führt ihn seinen Weg unabwendbar nach unten. Das heißt, das ist genau der Punkt, der Spiritismus sagt, sagt sie, der Mensch steht im Mittelpunkt, das eigene Ich. Mhm. Und das finden wir auch genau in der Wohlfühl-Evangelium.
vieler Christen, die sagen, Hauptsache, es muss dir gut gehen. Ja? Und, mhm. und wenn es dir gut geht und wenn es für dich gut passt, ja, und du musst im Mittelpunkt sein, du musst schöne Gefühle haben, ja, und wenn du das erlebst, dann ist alles okay. Ja? Ja. Und das ist eigentlich Egoismus, ja? Egoismus pur. Ja? Mhm. Aber das steuert die ganze Welt heute hin. Ja, das natürlich. Ist die Idee, ja. Also du musst dich selbst verwirklichen, du musst zeigen, wer richtig, du bist, du bist der Held, genau. Sei dein Held und so. Richtig, richtig. Ja. Und da sagt sie, er sagt Ellen White, da wirst du immer nur bei dir selbst stehen bleiben. Ja? Aber wenn du auch mit Gott verbunden bist, dann kann Gott dich, kann mhm. Gott dich durch anschauen und wenn wir verwandeln, können wir Gott ähnlich werden und ihm näher kommen. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir heute also auch diese Zeit für das Bibelstudium nicht missen. Also dass ja. wir wirklich Zeit mit Christus verbringen, um ja. eben auch in sein Ebenbild verwandelt zu werden. Ganz genau. Denn tatsächlich, so heißt ja 2. Korinther 3, Vers 18, durch Anschauen werden wir verwandelt werden. Genau. Also wenn ich mich mit Christus beschäftige, dann wird sein Geist mich in das Ebenbild verwandelt. Also ich werde seine Charakterzüge bekommen. Ganz genau. Wenn ich mich mit den schlimmen Dingen beschäftige, davor warnt ja Paulus. Ganz genau. Also guck da nicht hin, sondern vielmehr, sagt er, guckt auf alles, was irgendeine Tugend ist, was wohlklingend ist. Was, also damit beschäftigt euch oder darauf seid bedacht, so drückt er das aus. Und das ist, glaube ich, wirklich heute gefährlicher denn je. Also weil wir haben heute einen medialen Einfluss, der ist so unglaublich stark. Also selbst wenn ich unterwegs bin im Auto, Autoradio, ich kann Fernsehen im Auto, also in jedem Zug, den ich benutze, also jedes Reisemittel, Flugzeug, Schiff, überall. Und Smartphones mittlerweile auch. Und die Smartphones, die ich ja. eigentlich immer dabei habe. Ja. Genau, also man kann sich ganz, ganz leicht mit allen Dingen versorgen. Ja. Und es ist eben auch, selbst wenn ich mir die guten Dinge angucke, da sind oft irgendwelche Teaser oder irgendwas dabei, was sozusagen, was Einfluss auf mich hat. Ja, genau. Und eine... Du holst schon aus dem Zitat, oder? Nein, okay, also, nein. Eine Sache, die ich noch, die ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wenn wir in die Bibel hineinschauen, was kommt am Ende der Zeit auf uns zu? Und da habe ich mal ein bisschen bei Ellen White gegraben, was sie sagt, also wie wird die Zeit am Ende sein? Was wird der Spiritismus am Ende eigentlich mit uns machen? Und was er uns da vorzeigt, und wahrscheinlich kennst du die Zitate, aber ich will das mal eben vorlesen. Ich habe hier aus Early Writing, Seite 264 etwas, was uns am Ende erwartet. Da spricht Ellen White hier und sagt, Satan weist jedem seiner Engel eine Arbeit zu. Er schärft allen ein, listig, geschickt und schlau zu sein. Er weist manche von ihnen an, die Stelle der Apostel zu übernehmen und für sie zu sprechen, während andere die Stelle ungläubiger und gottloser Menschen einnehmen, die mit einer Gotteslästerung gestorben sind, aber nun als sehr religiös erscheinen. Also was sie hier sagt, ist am Ende der Zeiten, wird der Spiritismus um sich greifen und es werden plötzlich Tote erscheinen. Ja. Und sie sagt hier sogar, die Apostel werden erscheinen. Erscheinen. Und irgendwelche Leute, die gestorben sind, also Gläubige, Ungläubige. Und die werden aber alle sozusagen das Gleiche lehren, sagt sie dann hier weiter. Und dann schreibt sie, und das ist besonders, man muss sich vorstellen, man ist in einer Zeit, man glaubt, dass eine unsterbliche Seele und Leute sind vielleicht schon im Himmel und sind in der Hölle. Und plötzlich tauchen Leute auf, also von Dämonen dargestellte Tote, und die fangen jetzt an zu lehren. Und da ist der Apostel, der lehrt genau das Gleiche wie der größte Betrüger, den wir kennen. Und dann heißt es hier weiter, der Vater der Lüge verblendet und verführt die Welt, indem er seine Engel sendet, sie anstelle der Apostel reden und es so erscheinen lässt, als ob sie dem, was sie auf Erden durch Eingebung des Heiligen Geistes schrieben, widersprechen. Ja, genau. Und zwar, dann sagt sich, viele Christen werden dem aus dem Leim gehen. Denke ich, passiert jetzt schon teilweise, ja? Mhm. dass eben Tote erscheinen und dann oder Menschen eine Art himmlische Visionen haben oder meinen, sie wären schon im Himmel gewesen und dann irgendwelche Lehren verbreiten, die total unbiblisch sind. Ja? Mhm. Und, aber natürlich wird er auch wieder Wahrheit mit Irrtum vermischen. Mhm. Diese falschen Apostel oder diese Apostel, die sie als richtige Apostel ausgeben, die verstorben sind, werden einiges sagen, was sie schon damals gesagt haben. Und dann werden sie sagen, oh guck, hier ist das Gleiche. Ja? Aber sie werden natürlich auch dann komplett falsche Dinge bringen. Ne? Ja. Sie werden sogar sagen, ich habe mich geirrt. Naja. Und was auch interessant ist, dass sie, dass das in der Endzeit zunehmen wird. Das heißt also, dass auch den Gläubigen, sie schreibt auch, dass sogar den Gläubigen die Toten erscheinen. Normalerweise dürfen Dämonen uns nicht erscheinen. Aber in der letzten Zeit, da schreibt er weiter davon, werden selbst die Gläubigen, selbst ihre eigenen Verwandten werden ihnen erscheinen. Und ihre zartesten Gefühle ansprechen, weil sie die ja geliebt haben. Auf einmal ist der verstorbene Ehemann wieder da, ja, oder klopft an und kommt rein, ja. Und dann kannst du nur sagen, wir haben Namen Jesu verschwinde, weil man weiß, das ist nicht der Ehemann. Auch wenn er einen Liebevoll anspricht und das wird, also die Verführung der Endzeit, das wird heftig werden. Und deswegen unsere einzige Sicherheit ist,
die Bibel, das Wort Gottes. Ja. Mhm. Dass wir wissen, es gibt keine Verstorbenen, die reden können. Ja. Und deswegen müssen wir die Lehre, dass die Toten nichts wissen, die müssen wir dann machen, müssen wir festzustehen, mhm. um vor diesen Verführungen, die in letzter Zeit mehr kommen werden, gefeit zu sein. Und zum Beispiel eine Sache, wo es heute sehr, sehr deutlich ist. Es gibt ein Buch, was hier vor einiger Zeit erschienen ist, wo ein gläubiger Christ beschreibt, er war tot und er war mehrere Tage oder mehrere Wochen im Himmel gewesen. Und dann beschreibt er in diesem Buch die Dinge, die er in diesen verschiedenen, in den mehreren Wochen im Himmel erlebt hat. Ja? Und was er da im Einzelnen gemacht hat und mit wem er gesprochen hat und mhm. wo er mit Jesus gesprochen hat und weiter. Und das ist, und viele glauben, das ist echt. Ja? Der hat das tatsächlich, ob das jetzt, wir wissen aus der Bibel, das ist nicht richtig. Was die Hintergründe sind, ob das jetzt spiritistisch war oder ob das jetzt nur seine eigenen Gedanken oder seine, dass das mal geträumt hat, das wissen wir jetzt nicht. Ja? Aber Hinweis ist es nicht nach der Bibel. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du das sagst. Denn wenn wir am Ende angegriffen werden mit solchen Dingen und uns erscheinen irgendwelche ja. Dämonen, dann müssen wir irgendwie dagegen kämpfen können. Und Jesus Christus hat es deutlich gemacht, als ihm der Teufel selbst erschienen ist ja. in der Wüste. Da kämpft er mit ihm und sagt, es steht geschrieben. Ja. Also Christus kannte die Schrift und auch wenn alles drumherum so aussieht, als würde man dem gerne nachgeben wollen, als würde man sich da gerne darauf einlassen. Ja, ja. Da sagt er, nein, es steht geschrieben, es kann nicht, also es ist eine Lüge, was da auf mich zukommt. Ja, genau. Und so lehrt Christus auch, wie wir uns verteidigen sollen. Ja. Deswegen müssen wir auch die Bibel kennen. Also gerade, es ist schon gut zu wissen, was da am Ende auf uns zukommt. Denn es endet ja nicht damit, dass die Apostel plötzlich erscheinen oder die Dämonen als Apostel erscheinen, sondern der größte Höhepunkt der Verführung, der kommt ja direkt danach. Also während dieser Spiritismus sich ausbreitet, plötzlich. Und da heißt es ja in 2. Korinther 11, Vers 14, der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Genau. Und tatsächlich wird der Teufel einmal als Jesus Christus wiederkommen. Ganz genau. Und das wird der Höhepunkt sein, dass er Jesu Wiederkunft vortäuscht. Ne? Mhm. Ja. Und ich glaube, es wird im Zusammenhang stehen damit, dass der Spiritismus am Ende sämtliche Weltreligionen zusammenführen wird und eine Welteinheitsreligion machen wird. Das wird in Offenbarung beschrieben. Ja? Und weil diese Grundlehren, die alle Religionen gleich haben, liebe deinen Nächsten und sei freundlich ja, und so weiter ja, und sei tolerant und auch übrigens auch im Humanismus mit drin sind. Ja, aufgrund dieser und auch weil die meisten Religionen auch spiritistische Elemente mit dabei haben, wo sie sagen, okay, wir erleben das Gleiche. Ja? Wir erleben alle, dass wir gewisse erfüllt vom Heiligen Geist, sagen das die Christen, oder erfüllt vom Spirit oder was auch immer, ja, das erspüren und gewisse Ströme und Energien in sich erleben. Ja, sagen sie, wir haben alle den gleichen Geist, den gleichen Gott und dann werden sie sich vereinigen. Mhm. Ja, und am Ende, in dieser letzten Phase der Weltgeschichte, wird dann der Spiritismus als eine Art neue Weltreligion erscheinen und damit auch die Menschen verführen. Ja, dann gibt es so die Idee von dem neuen Weltethos. Genau, richtig, das hängt immer zusammen. Das ist gleich, genau. Ja, ja. Und dann haben wir dieses, eben das babylonische System. Ja, und dann heißt es, und das hast du auch schon zitiert, Offenbarung 18, Babylon ist eine Behausung geworden aller unreinen Geister, der Dämonen, unreinen Vögel. Richtig, ja. Und dann weiß man, da ist sozusagen das religiöse System oder oder das politisch-religiöse System, so muss man zum Ende sagen, Babylon, ist eigentlich eine Behausung der Dämonen geworden. Ja, genau. Und wer da mitmacht, wird auch teilhaftig ihrer Sünden. Also der wird mit reingezogen werden. Ja, ja. Und deswegen wird er halt gewarnt, geht da raus. Und was können wir heute machen? Wir können uns mit Christus eng verbinden. Richtig, richtig, ganz genau. Deswegen die einzige Sicherheit, die wir haben, ist, dass wir die Bibel kennen. Es steht geschrieben. Es war die Waffe Jesu. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Und dass wir mit Gott verbunden sind, dass der Heilige Geist uns erinnert an die Dinge, dass der Heilige Geist uns führt und dass wir mit Jesus, durch die Verbindung mit Jesus, die Kraft haben, Verführung zu erkennen. Und auch zu widerstehen. Ja. Ich denke, Verführung ist in der Endzeit schlimmer als Verfolgung. Mhm. Verfolgung wird auch noch kommen, aber wenn sie uns verfolgen, dann können sie uns vielleicht unseren Besitz nehmen, unser Leben nehmen, aber wir sind erlöst. Ja? Mhm. Aber wenn sie uns verführen, wenn wir verführt werden, dann können wir das ewige Leben verlieren. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier an Gott festbleiben. Paulus sagt, die werden verführt in der letzten Zeit, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Mhm. Ja, und sagt er zum Timotheus. Und deswegen ist die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zum Wort und die Liebe zu Jesus. Das sind die Grundlagen, dass wir, wenn wir die Liebe dazu haben, dann sind wir auf dem sicheren Boden. Mhm. Vielen Dank, Olaf. Das ist ein gutes Schlusswort.
Wir sind am Ende der Zeit. Wir sind am Ende der Zeit, auch am Ende unserer Sendezeit. Ja. Aber ich würde ganz gerne, bevor ich jetzt unsere Zuschauer verabschiede, vielleicht kannst du noch einmal die Bücher kurz zeigen, von denen du gesprochen hast. Das waren ja mehrere auch schon im ersten Teil. Genau. Also das war jetzt im zweiten Teil von dem Buch Vom Schatten zum Licht. Da ist natürlich die ganze Kirchengeschichte von der Zerstörung Jerusalems bis Jesu Wiederkunft und danach alles beschrieben und auch die Endzeit sehr gut beschrieben und auch der Spiritismus sehr gut beschrieben, gerade das Kapitel 34 über den Spiritismus. Und auch die Bücher von Kurt Hase, das ist eigentlich nur ein Buch in verschiedenen Auflagen, die okkulte Verführung oder früher hieß es Zauber des Aberglaubens, sehr gut, um da auch Informationen zu bekommen, wo haben wir überall heute spiritistische und okkulte Phänomene und auch wie kann ich frei werden von okkulter Belastung? Da haben wir im ersten Teil ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, aber hier gibt es auch Absagegebete, also Befreiungsgebete und auch das kann man nur empfehlen. Mhm. Vielen Dank. Also da nochmal der Hinweis, dass es sich lohnt, diese Dinge nochmal zu lesen, da mal reinzugucken. Sollte irgendjemand das Buch Vom Schatten zum Licht noch nicht gelesen haben, Empfehlung, sich das Buch zu besorgen. Das kann man sich sogar kostenlos besorgen, dieses Buch. Und das mal durchzulesen, wie ich die Kirchengeschichte einmal drin, der große Kampf wird erklärt und es wird auch die letzte Zeit sehr deutlich beschrieben werden. Also vielen Dank, Olaf, dass du dir für uns die Zeit genommen hast, auch diesen zweiten Teil nochmal mit uns zu besprechen jetzt. War, glaube ich, sehr wichtig, ist eine wichtige Botschaft für die letzten Tage. Und auch vielen Dank an alle Zuschauer, die dabei waren, dass ihr mit uns gemeinsam dieses Thema behandelt habt und Gottes Segen euch. Gottes Segen.